Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part Weg zum Shogun. Es gibt tatsächlich mal keine Änderungsvorschläge, beziehungsweise es gab einen und zwar muss ich die Yari-Kavallerie noch umfärben. Das hatte ich nämlich vergessen. Nur leider ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe das aufgenommen und habe dann ewig lang Spieler gesucht, ewig lang. Und habe einfach keine gefunden, bis mir dann mal aufgefallen ist, dass ich noch eine Mod aktiv hatte und dann kann man ja logischerweise keine Spieler finden. Die habe ich jetzt rausgetan, jetzt hoffe ich, dass es funktioniert und es funktioniert auch und wir haben ausnahmsweise mal einen besseren Gegner bekommen, der aber natürlich trotzdem Dreckseinheiten benutzen muss wegen dem Geld und der hat natürlich seine Armee gleich fertig. Das setzt uns natürlich jetzt ein bisschen unter Druck. Wir nehmen die Daikyu-Samurai mit, wir nehmen eine Yari-Kavallerie mit, die Naginata-Begleiter werden wahrscheinlich tot sein. Nehmen halt mal noch eine Einheit Katana-Samurai mit. Wir nehmen auf jeden Fall zwei Naginata-Begleiter mit. So, dann brauchen wir noch eine Long-Yari-Ashigaru. Die wird nämlich wieder voll sein. Perfekt. Auf jeden Fall noch eine zweite Einheit Yari-Ashigaru. Das wäre... Yari-Kavallerie meine ich. Dafür haben wir nicht genug Geld. Setzen wir diesmal wohl weniger auf Ding. Dann setzen wir auf Kriegsnonnen. Davon haben wir 800. Jetzt müssen wir mal gucken, ob vielleicht haben wir noch was für 850. Natürlich nochmal ein Tick besser. Ja, Helden, aber nee, der hat eh bessere Einheiten, da sollte man eh auf Masse setzen. Das wird was, Leute, ich sag's euch. Müssen jetzt schauen. Die Yari-Kavallerie. Ja, auch bloß, dass wir überhaupt Kavallerie haben. Also, falls der Feind irgendwie Fernkampf-Kavallerie benutzt, dann können wir die damit abfangen. Aber jetzt primär guckt man natürlich, dass wir die irgendwie im Nahkampf tot kriegen. Dafür habe ich jetzt auch Katana-Samurai benutzt, wobei der Feind, wenn er Katana-Samurai hat, wahrscheinlich viel, viel bessere Katana-Samurai hat. Dafür haben wir die Fernkämpfer. Also der einzige Vorteil, wo wir wahrscheinlich besser sind als er, ist der Fernkampf. Mit meine ich auch der Fernkampf auf höhere Distanz. Die Daikyo-Samurai haben ja eine erhöhte Reichweite plus jetzt noch verbesserte Präzision. Naja. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass der Feind uns unterschätzt. Deswegen Fehler macht. Ja. Gut, Yari Ashigaru haben wir jetzt gar nicht. Vielleicht die Kavallerie haben wir auch nicht. Wir hätten vielleicht noch unsere Gefolge abstimmen können. Wahrscheinlich wird uns allein sein General töten können. Na, Sturmangriff. Ja, komm, wir gehen wieder auf den Fernkampf, so wie immer. Die Kavallerie in den Wald. Die auch in den Wald. Wir stecken da jetzt einfach alles in den Wald. So, jetzt haben wir da alles drin. Das einzige Problem ist, dass wir den General nicht tarnen können. Das bedeutet, den stellen wir hier hin in den Wald, dass er denkt, dass wir darüber hingehen. So. Jetzt einmal draufklickt, dann laufen die normal schnell, genau. So. Gut, die Einheiten hier, die... laufen ein bisschen falsch, machen wir das so, gut. Sollte die Armee nicht sehen, rein theoretisch. Aber, ja, scheiß drauf. Wir nehmen jetzt einfach das Ding ein. Das Geschiss ist hier unnötig. Dann nehmen wir mal die Fernkämpfer. Yari Ashigaru davor. Naginata Begleiter an die Flanke. Yari Kavallerie hierhin. Hierhin. General darüber. Und die Kriegernonnen auch irgendwo hier. Wobei, eine Naginata-Begleiter-Einheit würde ich gern benutzen. Das Ding da oben einzunehmen. Ziehen wir uns da ein bisschen raus. Die Einheit würde ich gern die Kavallerie da drüben auseinandernehmen. Und noch Naginata-Begleiter. Zwei Stück. Und die hier und da haben wir noch Kriegernonnen. Ziehen wir mal wieder alles zurück. Ich würde jetzt gerne mit den Naginata-Begleitern das hier einnehmen. Vielen Dank. Feind scheint sehr, sehr, sehr wenig Einheiten zu haben. Also wirklich nur saumäßig gute. Ist natürlich gut, dass wir auf Fernkämpfer gegangen sind, weil die juckt es wenig, ob der Feind gute oder schlechte Einheiten hat. Wobei, wir setzen Präzision. Man kann sie natürlich auch lose aufstellen, aber ich weiß nicht, ob dann die Präzision darunter leidet. Wie sieht es mit der Reichweite aus? Wir haben ja 175 und er hat nur 100, also er hat keine mögliche Einheit. Oh, er hat kugelsichere Samurai, ja okay.
Bringt ihm auch wenig. Er hat nicht mal verbessert. Doch, er hat bessere Jahre. Kavallerie besser im Nahkampf. Aber da sind wir sogar noch besser. So, und jetzt bringt er sich in Reichweite. Suchen wir mal die schweren Schützen vom Feind auszuschalten. Er will seinen Reichweitennachteil jetzt auch damit aus kontern, dass er eben über die Flanke geht, so. So. So, da fangen wir den ab. Hier gehen wir auf die Yari-Kavallerie und hier versuchen wir jetzt den General zu töten. Die Naginata-Begleiter sind hier gleich durch. Im Fernkämpfer müssen wir auf jeden Fall die schweren Schützen ausschalten, unbedingt. Natürlich klar, sein General ist natürlich nicht zu unterschätzen. Gut ist, dass man die feindliche Yari-Kavallerie ausschalten. Hier bin wir wahrscheinlich, ich setze aber noch mein General drauf an, dass es auch wirklich aufgeht. So, die Position immer schnell um, da noch schnell einen General töten. So, sehr gut. Jetzt können wir hier mit denen auch noch auf den General gehen. Ah, die laufen zu langsam, das ist schlecht. Ich glaube, wir sind in Reichweite. Versuchen wir jetzt, das auszunutzen, dass der Feind so wenig gute Einheiten hat und versuchen, die zu flankieren. So, ach, wir wollten den General noch töten, aber was. So, das ist der Moment, wo wir jetzt mit den Einheiten angreifen. Wir ploppen uns jetzt natürlich hier furchtbar. Das bedeutet, ich würde vielleicht die Yari sogar rausziehen und den General auch. Den Long Yari Ashigaru vorrücken. Genauso wie mit den... Ja, okay, die Krieger haben gut was abbekommen. Auf jeden Fall auch die Naginata Begleiter. Gut. Jetzt würde ich auf jeden Fall anfangen, mit Brandpfeilen zu schießen. Die Einheit kriegen das ab, die Long Yari Ashigaru. Gut, dann bekommen nämlich die Naginata Samurai nicht so viel ab. Schweren Schützen sind natürlich ganz böse für die Moral. Wenn wir jetzt die Kavallerie in den Rücken bringen, jetzt hat es natürlich ein bisschen am Micro gefehlt bei mir. Die jetzt in den Rücken bringen, das ist alles ganz gut. Und nicht, dass die schweren Schützen noch einmal zum Schuss kommen. Gut, perfekt. Da können wir jetzt alles da drauf setzen, was wir haben. Hoffen wir mal, dass die Daikyo-Samurai so präzise sind, wie ich es mir erhoffe. Aber ich glaube, die Yari-Kavallerie, die feindlichen Einheiten dann umzingelt, sollte für den Moralschock sorgen, den es braucht. Und gut. Damit ist das Gefecht gewonnen. Das ging jetzt wirklich schnell. Der Part geht nur 8 Minuten. Ihr habt gemeint, ich könnte doch zwei Gefechte machen, wenn es so knapp ist. Ja, ich wollte es eigentlich nicht machen. Weil ich mir gedacht habe, ja komm, ein Gefecht, ein Part. Das reicht. Aber ich glaube, wenn er unter 10 Minuten geht, dann kann man tatsächlich zwei Gefechte draus machen. Und ja, ich habe jetzt sowieso gerade eben erfahren, dass ich doch nochmal 1,5 Stunden mehr Zeit habe. Dann kann man doch tatsächlich nochmal ein bisschen mehr aufnehmen. Dann gucken wir jetzt mal, wenn wir eine Katana-Samurai-Einheit haben, dann wird die im nächsten Part geskillt, weil ich habe jetzt leider die Liste nicht mehr offen. Dadurch, dass ich das Spiel einmal neu starten musste, habe ich das jetzt ein bisschen verpennt. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich glaube, wir steigen im Rang auf. Rein theoretisch. Weil hier müssten wir jetzt dann 853 Jahren, genau. Sehr schön. War natürlich auch von Vorteil wahrscheinlich, dass der feindliche General so ein hohes Level hatte. Und wir haben Fukushima eingenommen. Sehr schön. Bogen, Kavallerie, auch immer nett. Hier noch Tänzerinnen. Kabuto Helm. Beziehungsweise nein, ich glaube, wir machen tatsächlich diesmal nur ein Part, eine Schlacht pro Part, aber wir werden jetzt mal unsere Armee ein bisschen besser machen, den Generalskillen und so weiter. Kommen wir vielleicht auf 15 Minuten, das ist dann zwar immer noch relativ kurz, aber besser als nichts. Wir haben natürlich Clan-Einflusspunkte erhalten und Clan-Marken. Jetzt gehen wir über den Weg hier rüber, ich werde ja später auch noch nur Dachi-Samurai und so weiter. Skillen wir erstmal noch unseren General weiter. Ja, Nahkampfangriff habe ich ja geskillt, das will ich aber eigentlich seltener machen. Wenn überhaupt welchen als. Ah, ich habe Motivation gemacht, gar nicht sammeln. Oh, ich wollte eigentlich sammeln machen, oder? Naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich weiter auf den Bogen gehen soll.
Und so versucht man erstmal als Anführer noch so ein bisschen zu skillen. Also gerade am Anfang ist das ganz gut und dann, ich sag mal, wenn wir die beiden durch haben oder vielleicht schon ein bisschen früher, dann gehen wir hin und gehen mal auf Bogenschütze. Ups, Fail, habe ich verklickt. So. Sammeln. War ganz gut. Jetzt nehmen wir mal noch das Gefolge, weil das ist ja, was wir da haben, bringt uns ja gar nichts. Also die komischen Tänzer, was waren das? Schwertbegleiter, die bringen uns gar nichts. Gab's noch was mit Naginata-Begleiter, damit wurden die dann noch viel, viel besser. Jetzt suchen wir mal. Also Avatar plus alle Veteranen plus 1 Moral. Ja. Plus 5 Rekrutierungskosten. Ist aber nicht schlimm. Moral ist immer gut für Veteranen. Wir benutzen ja quasi nur Veteranen. Möchtest Einheiten, eure General und einfach Moral. Nee, Moral brauche ich eh nicht. General fliegt eh relativ spät. Echte Kavallerie haben wir selten dabei. Samurai. 2 Nahkampf plus 5 Präzision. Okay. Der wird quasi nur der Nahkampf in Fernkampf verlagert. Das, alle Einheiten. Nee, das, Moral. Wir brauchen die Nachladegeschwindigkeit, Nahkampfangriff sowieso. Bogen Ashigaru haben wir keine. Yari Ashigaru, naja. Müssen wir auch nicht. Da, Naginata-Begleiter. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, weil die benutzen wir echt oft. Und wenn die dann auch plus 2 auf Nahkampfangriffsbonus und plus 1 auf Nahkampfangriff kriegen, dann sind die halt echt gut. Und ja, das mit den moralisch auch nicht schlecht, wobei ich natürlich gern auch auf Nahkampfangriff gehe, weil Moral bringt mir nichts, wenn ich schwächer bin. Okay, es sind ein paar Einheiten aufgestiegen. Das ist natürlich sehr schön. Die Daikyu-Samurai weiter auf Präzision. Und danach mal auf Nachladegeschwindigkeit. So. Die Yari-Kavallerie nochmal auf Nahkampfangriff. Long Yari Ashigaru auf. Was nehmen wir denn? Sollen wir Moral nehmen? Weil die müssen ja wobei. Nehmen wir mal Moral, weil teilweise, also zu der Situation kam es jetzt noch nicht, aber vielleicht müssen die mal eine Weile Beschuss aushalten. Das ist ganz gut, wenn sie nicht so schnell fliehen. Okay, es gab jetzt auch keine neue Veteraneneinheit, wie ich gesehen habe. Und zumindest habe ich keine gesehen. Falls doch, dann, also wenn wir doch eine bekommen haben, dann schreibt es in die Kommentare. Und jetzt schauen wir mal, was wir für eine Armee nehmen. Also, Daikyu Samurai, die gehen immer mit. Dann eine Einheit Yari-Kavallerie, bloß ist die jetzt ein bisschen kaputt. Nochmal hier noch eine mit und eine leichte Kavallerieeinheit. Dann hätte ich auf jeden Fall immer noch gerne Krieger-Nonnen-Einheit. Und ja, Yari Ashigaru und Naginata-Begleiter auf jeden Fall. So, speichern wir uns das mal ab. So, als erstes, wir werden natürlich immer noch irgendwelche Veteranen benutzen. Das bedeutet, das ist einfach nur so eine grobe Vorlage. Die zwei Naginata-Begleiter sind auf jeden Fall gut. Die habe ich so mitunter als meine Lieblingseinheit entdeckt. Weil sie einfach, ja, kosten fast nichts. Mit diesem eigenen Gefolge werden sie sogar halbwegs vernünftig. Man kann sie einfach für alles Mögliche benutzen, weil sie auch Speerträger sind. Ja, okay, dann war das jetzt ein relativ kurzer Part Weg zum Shogun. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wir hatten mal einen anständigen Gegner, das ist ja auch mal nett. Okay, das Gefecht ging trotzdem relativ schnell, war relativ schnell vorbei. Aber Weg zum Shogun kommt jeden Tag, also nehmt es mir nicht übel, wenn mal ein Part kürzer ist. Dafür kommt halt auch Rouge. Und ja, dann war es soweit von mir. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.